Namaste. Ich möchte dieses Video mit dir gemeinsam als eine Art einer Yoga-Praxis und Meditation für Umbrüche nutzen. Und im Moment, in dem ich das aufzeichne, ist es so ein Umbruch, den wir erfahren, denn es ist ein Jahreswechsel. Und wir neigen oft dazu, Jahreswechsel als Vorsatz zu verbinden. Also ich möchte etwas ändern, das im alten Jahr war, oder etwas hinter mich bringen und hinter mir lassen. Oder ich möchte etwas Neues im neuen Jahr beginnen. Und so oft sind das Vorsätze, die wir uns vornehmen. Ob das jetzt gut ist, das mit einem Jahreswechsel zu verbinden oder wie tragfähig das ist immer auch individuell natürlich verschieden. Aber ich möchte zumindest mit dir diese Yoga-Praxis, die wir jetzt am Anfang nutzen werden, damit verbinden, dass wir mit Umbrüchen arbeiten. Und zwar auch zeitlichen Umbrüchen, eben wie diesen Jahreswechsel. Und wir werden dann im Anschluss eine Meditation erfahren, gemeinsam, die uns eine Rückschau auf das Vergangene, auf das alte Jahr bringt, das hinter uns liegt. Und den Blick auch nach vorn bringt, auf das neue Jahr und die neuen Wege und Ziele, die da auf uns warten. Wir werden eine Yoga-Praxis zuerst vorschalten. Und diese Yoga-Praxis wird uns in den Moment, also in das Jetzt bringen. Denn das ist sozusagen das Bindeglied zwischen dem Vergangenen und dem, was die Zukunft mit sich bringt. Und vom Jetzt, diesen Moment, den können wir gestalten und da können wir uns erfahren und Dinge willentlich verändern oder beeinflussen. Wir können das Jetzt also gestalten mit Hinblick auf die Zukunft. Und diese Yoga-Praxis, sie möchte uns in diesen Moment und das Jetzt hineinbringen, ein bisschen auch mit Routinen arbeiten, denn Routinen werden uns dann noch in der Meditation weiter beschäftigen. Und ja, wir werden mit dem Gespür arbeiten, mit der Atmung arbeiten und körperlich auch mit Balance. Denn das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die uns fokussiert auf das Jetzt und diesen Fokus, den werden wir in dieser Yoga-Praxis erfahren. Ja, lass uns beginnen. In der Rückenlage. Und dann, wenn du in der Rückenlage ankommst, dann stell die Füße bitte auf. Dann leg dich bequem ab, leg die Arme an eine Wohlfühlposition ab und wenn du soweit bist, dann schließ die Augen. Im Yoga arbeiten wir viel mit der Wahrnehmung. Und eine Wahrnehmung, die nicht unbedingt den Geist beschäftigt. Also da geht es nicht um den Willen, um etwas zu wollen, zu erreichen oder um Gedanken und die Aktivität des Geistes. Im Yoga wollen wir wollen die Aufmerksamkeit von dort lösen und aus dem Wollen in ein Tun kommen. Und das Tun, das ist das Beobachten. Und das ist nicht mehr etwas, das eine Leistung des Geistes bedingt. Es ist eher ein Beobachter oder ein Zeuge dessen, wie ich bin. Und ich möchte dich einladen, dich mit diesem inneren Zeugen, diesem Beobachter zu verbinden. So als würdest du dich einfach sehen, wie du hier liegst. Und mit diesem Sehen den Körper beobachten, die Auflageflächen zur Erde. Und da auch ein Gespür eintauchen, ein Gespür für dich selbst und deinen Körper. Spür die Auflageflächen, die dich mit der Unterlage verbinden. Die Erde unter dir, die dich trägt. Und spür auch die Atmung. Das ist ein Werkzeug, das dich in das Hier und Jetzt trägt. Beobachte also, wie du atmest. Du geatmet wirst, denn das ist schon in dir, dieser Impuls zu atmen. Den musst du nicht willentlich erzeugen. Du kannst einfach beobachten, wann er kommt, wann die Einatmung entsteht, wohin sie strömt, den Körper weitet und erfüllt und wann der Impuls der Ausatmung entsteht. Da, wo der Körper zurückfließt in seine Mitte, Ausatemluft freilässt.
Dann beobachte einfach diese Atemimpulse. Das Ein- und Ausatmen. Dann beobachte nicht nur die Vorderseite, die geatmet wird, beobachte auch die Rückseite und spür, ob du da Atembewegungen in der Verbindung mit der Erde spürst. Ich bitte dich mit dem nächsten Mal, wenn du ausatmest, dein Becken einzurollen. Das bedeutet, dass der untere Rücken zur Unterlage kommt, dein Schambein Richtung Bauchnabel kommt, die Bauchdecke sich anspannt. Und wenn du einatmest, entspannt sich die Bauchdecke. Du kippst dein Becken nach vorn aus, sodass ein Hohlkreuz im unteren Rücken entsteht. Ausatmen, das Becken einrollen, den unteren Rücken an den Boden integrieren, Bauchdecke spannen. Einatmen, Bauchdecke entspannen, unteren Rücken wölben, Becken nach vorn kippen. Mach das für dich bitte weiter. Du verbindest Atmen und Bewegen. Wenn du dann beim nächsten Mal ausatmest, dann heb dein Becken bitte ein kleines Stück von der Erde ab, sodass der untere Rücken anfängt, sich zu lösen von der Erde. Wenn du einatmest, roll dich zurück und kipp dein Becken nach vorn. Und mach das Runde für Runde höher mit dem Becken. Arbeite dich also mit kleinen Schritten durch den Rücken hindurch. Manchmal führt uns das schon aus der Routine heraus, denn im Normalfall nutzen wir die Einatmung, um das Becken zu heben. Hier ist es die Ausatmung. Bitte dich auch zu beobachten, was das, dieser Bruch der Routine mit dir macht. Wie du dich fühlst, wie es dir geht, was da auftaucht in dir. Dann wende dich wieder dem Körper zu und beobachte das Rollen durch den Rücken hindurch, Richtung Schultern. Mach das bitte noch 2, 3 Runden und nimm dabei den gesamten Rücken mit. In der letzten Runde bitte ich dich, dein Becken oben zu lassen. Und wir kommen hier in die Schulterbrücke, in Situ Bandhasana. Dafür kannst du gerne die Arme anwinkeln, dann zeigen die Fingerspitzen Richtung Himmel, oder du legst die Arme ab und verschränkst vielleicht noch die Finger. Egal welche Variante, du kannst es dir hier gut einrichten, beispielsweise die Schultern unter den Rücken führen, Schulterblätter zusammenschieben, die Füße nochmal gut positionieren unter den Knien. Dann drück die Füße nach unten, heb dein Becken hoch. Drück dich von der Erde weg mit den Füßen, sodass dein Becken höher kommt. Beobachte, wie hoch es hier gehen darf. Vielleicht höher als sonst, vielleicht tiefer als sonst, vielleicht so wie sonst. Nimm die Rückseite wahr mit der Kraft, mit dieser Energie, die dich hebt. Nimm die Weite der Vorderseite wahr. Und dann beobachte wieder die Atmung. Schickst in den Brustkorb. Und jedes Mal, wenn du einatmest, dann hebt dein Brustbein etwas höher. Weiter ist in die Welt. Dann mach in dieser Yoga-Praxis immer so viel, wie es für dich passt. Vielleicht etwas mehr, als du vielleicht vom inneren Gefühl möchtest, vielleicht etwas weniger, je nachdem, wie es dir geht. Wenn du hier mehr möchtest, dann drück den linken Fuß in die Erde und heb das rechte Bein hoch, schieb die rechte Ferse hoch Richtung Himmel. Atme, beobachte. Beobachte im Körper
Was passiert? Beobachte im Geist, was passiert, wenn es herausfordernd wird. Wie reagierst du darauf? Was taucht in dir auf? Noch einen Moment halten, atmen und dann komme dem Fuß zurück. Bring beide Füße zur Erde. Beobachte, spüre, ob Bewegungen gut tun, ob Veränderungen gut sind. Dann drück den rechten Fuß in die Erde, heb dein linkes Bein hoch, schieb die linke Ferse hoch, zieh die linke Hüfte hoch und verweile und beobachte. Wie geht's dir hier in dieser Herausforderung, besonders wenn du nicht weißt, wie lange es noch geht? Wie geht's dem Körper? Atme. Noch einen Moment halten. Und dann komm wieder zurück. Drück beide Füße in die Erde, heb dein Becken hoch, atme dein Brustbein hoch. Dann bring die Arme wieder an die Ränder deiner Unterlage zurück, zieh die Schultern nach außen, mach den Schultergürtel breit und roll dich von dort langsam zurück zur Erde. Und dann spür nach, wie fühlt sich dein Körper an? Was passiert im Geist, wenn du aus der Herausforderung zurücktrittst? Was hat das mit der Atmung gemacht? Wir gehen in eine erste Drehung, bereite die Arme dafür zur Seite aus, schau, ob du Platz in den Seiten hast. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts und lass die Knie nach links sinken. Dann richte es dir gut ein. Du kannst das nachjustieren natürlich, denn ich kann das jetzt von außen nicht sehen. Ich kann nur allgemeine Informationen für diese Praxis geben und bitte dich immer, das für dich gemütlich und stimmig zu machen, im Gespür deines Körpers. Wenn du den Kopf drehen möchtest, versetz ihn ein Stück nach links und dann roll ihn auf die rechte Seite und schaue die rechte Hand zur Seite. Und halte den Blick fokussiert und öffne gleichzeitig ein inneres Auge nach innen. Spür die Atmung, spür die Haltung, die Drehung, die Dehnung. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Mit dem Becken zurück, dann eine halbe Breite nach links. Lass die Knie nach rechts sinken. Richte es gut für dich ein, passend für diese zweite Seite, stimmig für dich. Und wenn du den Kopf drehen möchtest, versetz ihn ein Stück nach rechts und roll ihn dann nach links. Dann schiebe den linken Arm zur Seite hinweg. Such dir einen Punkt aus, der dich fixiert, der dir Halt gibt. Auch im Geist, auch in der Aktivität des Geistes. Finde einen Fokus auf das Jetzt. Und spüre jetzt, hier in diesem Moment, deinen Körper, die Drehung, die Qualität, das Gespür für das, was du verändern möchtest oder behalten möchtest. Beobachte die Atmung. Und dann komm wieder zurück in die Mitte. Greif dir die Knie, zieh die Beine zu dir heran zum Oberkörper, roll ein wenig hin und her. Du kannst den Kopf heben, wenn du möchtest, stehen Richtung Knie bringen oder den Kopf abgelegt lassen. Beginn dich zu massieren. Und dann stell die Füße vor dem Becken wieder auf der Erde auf, heb den Kopf, schau nach vorn Richtung Oberschenkel und verschränk die Hände hinter dem Kopf. Haben wir deinen Kopf getragen, blicken in die Hände. Und je nachdem, wie aktiv es hier sein darf für dich in der Bauchmuskulatur, kannst du A, den Kopf
Höhe heben, Seite nach vorn schauen, sodass du nur die unteren Spitzen der Schultern am Boden integriert lässt. Oder B, dich etwas zurücklegen und entspannter arbeiten. Jetzt roll dein Becken ein, integriere den unteren Rücken zur Erde, schließ den Beckenboden. Stell dir einen Gürtel vor, den du etwas enger machst. Und dann zieh die Knie zu dir heran, zum Oberkörper. Lege dann die Kraft der Bauchmuskulatur. Beobachte, was das für dich macht, diese Idee. Schieb dein rechtes Bein nach vorn. Wenn du ausatmest, bring das rechte Schulterblatt in Richtung des linken Knies. Einatmen, führ alles zurück zur Mitte. Ausatmen, linkes Bein nach vorn, linkes Schulterblatt Richtung rechtes Knie. Einatmen, zurück. Mach das für dich weiter. Ungefähr eine halbe Minute. Atme und beweg dich. Atme kraftvoll. Ungefähr noch 10 Sekunden. Und noch zweimal jede Seite. Und wenn du dann auflöst, dann leg dich wieder zurück, leg den Kopf zurück. Greif dir die Knie, zieh sie zu dir heran und atme durch. Beginn dich wieder zu massieren auf dem Rücken. Schaukel also hin und her. Und dann greif dein rechtes Knie, leg dein linkes Bein am Boden ab, schieb die linke Ferse nach vorn, drück die Innenseite des linken Oberschenkels Richtung Erde. Atme aus, zieh dein rechtes Knie zum Oberkörper heran. Atme ein, schieb es ein Stück vor, sodass die Arme lang werden. Und mach das hier weiter. Linkes Bein aktiv, linke Ferse weit weg, linker Oberschenkel drückt nach unten. Noch zweimal bitte rechtes Knie heranziehen im Ausatmen. Dann greif dir jetzt den Oberschenkel, also nicht mehr das Schienbein, greif den Oberschenkel, schieb deinen rechten Fuß mit deiner rechten Ferse nach oben Richtung Decke. Wenn du jetzt merkst, dass die Rückseite des rechten Beines sehr stark dehnt und das sehr schnell sehr fest wird, dann stell den linken Fuß, so wie ich das jetzt mache, einfach am Boden auf und schieb die rechte Ferse hoch. Dann lass dein Becken schwer werden nach unten. Wenn du merkst, dass die Dehnung mehr werden darf im Laufe der Zeit, dann schieb gleichzeitig dann deine linke Ferse wieder nach vorn und drück den linken Oberschenkel nach unten. Drück den Oberschenkel gegen die Hand und die Hand gegen den Oberschenkel. Und beobachte die Dehnung. Dehnen ist etwas, das wir nicht immer nur wollen. Das ist nicht eine Frage des Geistes. Dehnen ist die Möglichkeit, Dinge auch mal loszulassen. Die Anspannung des Geistes, die Anstrengung des Körpers. Und über die Entspannung, über das Loslassen, die Möglichkeit des Wachstums entdecken. Gut, dann leg dein rechtes Bein zur Erde ab. Verschränk die Daumen, streck die Arme nach hinten, atme ein, zieh dich ganz weit in die Größe, atme aus, entspannen wieder. Noch dreimal bitte. Einatmen, wachsen, ausatmen, entspannen. Noch zweimal strecken im Einatmen, auch gerne mal die Füße ausstrecken, entspannen im Ausatmen. Letztes Mal einatmen, ganz groß werden, ausatmen, entspannen, greif dein linkes Knie. Der linkes Schienbein, schiebt die rechte Ferse von dir weg, drückt den rechten Oberschenkel über die Innenseite Richtung Erde. Ausatmen, rechte Ferse wegschieben, linkes Knie heranziehen. Einatmen, linkes Knie ein Stück nach vorn bringen. Mach das weiter.
dreimal. Am letzten Mal das linke Knie herangezogen lassen, dann greift den Oberschenkel, also nicht mehr das Schienbein, greift den Oberschenkel, schiebt die linke Ferse nach oben und streckt dein linkes Bein. Auch hier kannst du zunächst rechten Fuß aufstellen, das machst du der Dehnung im linken Bein leichter. Lass dein Becken schwer Richtung Erde sinken, schieb die linke Ferse hoch und versuch diese Rückseite zu strecken. Weniger über Anstrengung, mehr über Entspannung. Und wenn du merkst, dass die Dehnung leichter wird, dann schieb deine rechte Ferse wieder weg und streck dein rechtes Bein aus am Boden. Wenn dein rechtes Bein abgelegt ist, dann schieb beide Fersen weit von dir weg. Schaff ganz viel Weite und Größe. Drück den Oberschenkel gegen die verschränkten Finger und die Finger gegen den Oberschenkel. Nochmal wachsen, stärken und auflösen. Leg dein linkes Bein zur Erde, verhack die Daumen, streck die Füße lang aus, streck dich über die Zehenspitzen nach vorn, über die Fingerspitzen nach hinten. Einatmen, ganz groß werden, ausatmen, entspannen. Noch dreimal bitte. Und beim letzten Mal ganz groß werden, aus der Mitte herauswachsen, ganz viel Länge und Weite generieren und ausatmen, die Füße aufstellen, Knie heranziehen und noch ein wenig schaukeln, rechts und links. Und dann wechsel bitte in den Vierfüßler. Entscheide für dich, ob du die Füße aufstellen möchtest auf den zehn Ballen oder die Füße lang ablegen möchtest. Beides ist bequem, beides ist gut. Das eine ist etwas sanfter für die Knie als das andere. Probier das für dich bitte aus. Und fächer die Finger auf, drück die Fingergrundgelenke in die Unterlage unter dir und atme aus in den Katzenbuckel. Bauchnabel hochführen, Flanken heben, Kopf einrollen. Einatmend Pferderücken, Wirbelsäule taut ein, mit langem Blick kippt nach vorn in die Welt. Mach das für dich weiter. Nimm die Bewegung des Rückens wahr und verändere sie so, dass sie immer wie eine Welle vom Becken beginnt, durch die Wirbelsäule läuft, bis zur Krone deines Kopfes. Noch zwei Runden. Und dann komm in einer neutral langen Form deiner Wirbelsäule an. Stell die Füße auf, wenn sie das noch nicht sind. Drück die Fußballen in die Erde. Fächer einmal die Finger auf. Drück die Fingergrundgelenke und Fingerkuppen in die Erde. Drück die den Innenbereiche der Hand, also Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger in die Erde. Auch die Außenkante der Hand in die Erde drücken. Und dann atme aus, Bauchnabel nach innen führen, Becken ein Stück heben. Heb die Knie ein paar Zentimeter an. Und beobachte den Geist. Was macht es mit dir, wenn es anstrengend wird, wenn es dich herausfordert? Was taucht da in dir auf? Spür den Körper, wo vibriert es, wo ist die Kraft, die Spannung, die Wärme, wo ist die Atmung? Ausatmend Katzenbuckel, einatmend Pferderücken, noch drei Runden bitte. Beim nächsten Mal lass den Rücken lang, neutral lang, lass die Knie ein Stück gehoben, führ dein Gesäß Richtung Fersen, komm an die Oberschenkel heran, schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund, streck dich, finde Größe, finde Wachstum, finde Bewegung. Und jetzt ganz aktiv in die Rückseite eintauchen, eine Ferse hochheben, eine Ferse einen Moment tief schieben, dort unten lassen.
in die Bewegung, in die Ruhe kommen, die Dehnung fließen und wechseln. Andere Ferse tief schieben, die Dehnung der Beinrückseite spüren, hebt dein Becken hoch, streckt den Rücken, streckt die Arme. Und nochmal wechseln auf die erste Seite, Ferse tief nach unten schieben. Letzte Seite, letzte Ferse, mal tief nach unten schieben. Jetzt winkel bitte beide Knie gut an, komm nah an den, mit dem Oberkörper an die Oberschenkel und streck dich, schieb dein Becken weit hoch. Ganz viel Abstand zwischen Hüftgelenke und Handgelenke, Handgelenke der Rücken nach unten. Jetzt senk beide Fersen langsam tiefer. Finde Wachstum, finde Weite. Finde die Atmung. Mit dem nächsten Einatmen schwing dich nach vorne, den hohen Liegestütz, die Schultern über die Handgelenke. Streck dich von der Ferse bis zum Scheitel. Aktiviere die Mitte des Körpers. Bauchnabel nach innen führen, Beckenboden schließen. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund hochstrecken. Einatmend in den Liegestütz. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Ein letztes Mal nach vorn einatmen, den hohen Liegestütz. Hier bleiben. Drück dich vom Boden weg. Atme. Dann senk deine Knie zum Boden. Leg dein Brustbein vor dir am Boden ab. Und lass dein Becken ausgleiten. Leg die Füße ab. Die Beine lang, Becken etwas einrollen, sodass dein Steißbein Richtung Fersen nach unten schiebt. Roll die Schultern weich zurück. Zieh die Hände etwas Richtung Füße. Die bewegen sich nicht auf der Matte, aber die wollen nach hinten schieben. Der Impuls nach vorn entsteht. Zieh dein Brustbein nach vorn und heb dich in die erste kleine Kobra. Atme hier ein, atme aus, komm wieder zurück. Einatmen, in die kleine Kobra aufrichten. Ausatmen, wieder zurückkommen. Mach das für dich weiter. Gern mit jedem Mal ein klein bisschen höher, wenn es sich gut anfühlt. Letzte Runde. Einatmen, komme diese Kobra nach oben. Ausatmen, wieder etwas tiefer. Dann verschränk die Hände hinter deinem Rücken zu einer Faust. Zieh die Ellenbogen etwas nach außen. Heb die Schultergelenke hoch und schieb die Schultern nach hinten Richtung Gesäß und dann schieb die Faust nach hinten Richtung Fersen. Einatmen, zieh dich nach vorn hoch. Bleib hier oben. Und atme. Schultern zurücknehmen, Faust nach hinten schieben, Becken nach hinten einrollen, Steißbein wegschieben Richtung Fersen. Und wenn du möchtest, dann es aktiver sein darf, dann heb die Beine auch noch ein Stück an. Mit dem Einatmen heb dich etwas höher, mit dem Ausatmen komm etwas tiefer und mach das weiter. Drei Runden. Letzte Runde, einatmend heben, jetzt streck dich lang, über die Zehenspitzen strecken, über dein Brustbein nach vorn wachsen und ausatmen, wieder ein Stück zurückkommen, Füße ablegen, Hände an den seitlichen Rippen aufsetzen, einatmen, Schultern zurückrollen, Kobra, oder wenn du jetzt weiter hoch möchtest, einen aufwärts schauenden Hund, ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Und finde Bewegung. Routinierte, bequeme, bekannte Bewegungen oder neue, andere Bewegungen, ganz so wie du magst. Jetzt hebt dein rechtes Bein nach hinten raus, schieb die Ferse weit weg, streck dich lang, senk die linke Ferse tiefer. Einatmen, linke Ferse heben, Blick Richtung Hände, ausatmen, Knie zur Brust und Fuß aufstellen. Gut, linke Hand gut erden, rechte Hand bitte zur rechten Schulter, rechtes Schultergelenk.
Und jetzt lade die Schulter nach hinten ein, dreh dich nach rechts auf, begleite mit der Hand die rechte Schulter zurück. Rechtes Knie über dem rechten Fuß orientieren, hinteres Bein strecken, Oberschenkel nach oben schieben. Ausatmen, in die Drehung fließen, Bauchnabel nach innen führen. Einatmen, rechten Arm nach oben strecken. Wenn du möchtest, dann schau der rechten Hand hinterher nach oben und atme. Beobachte, wie die Atmung durch dich hindurchströmt. Beobachte und spür die Drehung. Beobachte, ob du weitergehen möchtest. Wenn ja, dann setz die untere Hand ein Stück nach außen weg, nach links und dreh dich weiter nach rechts, lehn dich zurück. Entdeck auch den Raum hinter dir, beobachte und spüre ihn. Lehn dich in diesen Raum. Und wenn es sich gut anfühlt, dann fließ weiter in die Drehung. Ein tiefer Atemzug, finde weiter. Ausatmen, komm wieder zurück. Und linke Hand wieder unter die linke Schulter. Hinteren Fuß gut in den Boden drücken, vorderen Fuß gut erden. Und jetzt stütz dich über den rechten Oberschenkel bitte hoch. Wir gehen zum ersten Helden. Jetzt eine kleine Reise durch die Helden hindurch, vom ersten zum dritten. Rechter Fuß gut erden, die Hand an die Hüfte. Hinteres Bein lang, hinterer Oberschenkel nach oben schieben. Jetzt stell dir vor, du ziehst die Füße aufeinander zu, faltest die Unterlage unter dir. Nimm die Kraft auf von den Beinen, zieh sie Richtung Becken, schließ den Beckenboden. Und jetzt beginn von dort nach oben zu wachsen. Mach die Flanken lang, hebe den Brustkorb hoch, finde seinen inneren Raum, eine innere Weite. Roll die Schultern zurück, bring den Blick nach vorn. Und dann heb die Arme nach oben. Verschränk die Finger bis auf die Zeigefinger. Und immer wenn die Einatmung entsteht, finde ein Gefühl der Weite, des Wachsens. Wenn die Ausatmung entsteht, finde ein Gefühl der Erdung nach unten. Der Blick nach vorn, finde einen Punkt, der dich fokussiert. Im Blick, im Geist. Finde Fokus, Präsenz, Klarheit. Finde den Moment. Einmal tief einatmen, wachsen nach oben. Ausatmen die Hände an die Hüfte. Denke die Hüfte kompakt. Stell dir vor, du würdest die Hüftgelenke in den Körper ziehen und den Becken wirklich diesen gesamten Raum kompakt und verdichtet präsentieren. Und jetzt komm nach vorn, lehn dich Richtung Oberschenkel. Streck dich von der hinteren Ferse nach vorn mit dem Brustbein und setz den hinteren Fuß ein kleines Stück zu dir ran, einen kleinen Schritt nach vorn. Wir wollen den rechten Fuß als Standbein nutzen, also als rechtes Bein als Fokus, als Fundament nutzen, rechten Fuß dafür gut erden, ganz langsam weiter nach vorn ziehen, ganz in Ruhe, Blick nach unten, hinteres Bein abheben, vorderes Bein nicht einrasten lassen im Knie, vielleicht das Knie ein bisschen beugen, Beinmuskeln hochziehen zum Becken und hintere Ferse wegschieben. Einatmen, wachsen, ausatmen, ankommen, in diesem Augenblick. Du kannst die Arme nach hinten bringen, zur Seite, oder nach vorn, je nachdem. Atmen, wachsen. Einmal einatmen, strecken, ausatmen, vorderes Knie beugen, hinterer Fuß aufsetzen. Einatmen, heb die Arme hoch. Ausatmen, bring sie zum Boden. Ein Schritt zurück in den Hund. Sehr gut. Bewegen, mobilisieren. Vielleicht ein bisschen hüpfen, schütteln. Durchatmen und dann kommen wieder an hier im Hund. Strecken, wachsen, einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, linke Ferse senken. Wir gehen in einen Vinyasa, wenn du möchtest, dann mit dem rechten Bein gehoben, so wie ich das jetzt mache. Wenn du magst, dann folge mir. Wenn nicht, dann bring den rechten Fuß jetzt wieder zurück
und komm dann einatmend in den hohen Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage, rechtes Bein ablegen. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, heb dich nach vorn hoch in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Und lass uns kurz innehalten. Und mal so innerlich zurückblicken auf das, was eben war. Beobachten, was es gemacht hat, wie du dich jetzt fühlst. Im Geist, in den Gedanken, im Körper, in seinen Hälften. Die zweite Seite. Heb dein linkes Bein hoch, schieb die Ferse weit von dir weg und senk die rechte Ferse tief. Finde Wachstum, Weite, Größe. Heb dann einatmend rechte Ferse hoch, ausatmend linkes Knie zum Brustkorb, Schultern nach vorn und jetzt Fuß aufstellen. Eine Drehung. Bitte dich, die rechte Hand unter der Schulter aufzusetzen, hinteres Bein lang zu machen, also hinteren Oberschenkel hochzuschieben. Dann die linke Hand zum linken Schultergelenk. Und wir drehen nach links und die Hand begleitet die Schulter zurück. Finde die Drehung, dann finde die Weite, streck die Wirbelsäule. Und mit dem nächsten Einatmen hebt den linken Arm hoch. Die Einatmung als Möglichkeit des Wachstums. Die Ausatmung als Möglichkeit der Drehung und den Moment zu entspannen. Wenn du ein bisschen weiter in das Ungewohnte gehen möchtest, dann schau nochmal zur rechten Hand nach unten und versetz sie ein Stück nach außen. Und dann dreh dich wieder auf, auch mit dem Blick nach oben. Und lehn dich in den Raum hinter dir an. Komm weiter in die Drehung. Immer so, wie es für dich passt in diesem Augenblick. Noch einmal tief einatmen, Wachstum. Ausatmen, komm wieder zurück. Beide Hände wieder unter den Schultern, hinteres Bein lang lassen. Vorderen Fuß in den Boden drücken und dann in den ersten Held. Nach oben aufrichten, die Hand zunächst an den Hüftbereich. Auf dem hinteren Fußballen ruhen, den Fußballen wegdrücken. Vorderen Fuß gut erden, vorderes Knie beugen, über den Fuß orientieren. Jetzt zieh im Einatmen die Füße aufeinander zu, die Beinmuskeln Richtung Becken. Schließ den Beckenboden und dann finde von dort weiter nach oben, eine innere Weite, als würde der Brustkorb nach oben wachsen, sich vom Beckenraum entfernen. Schultern fließen zurück, Nacken ist lang, Blick nach vorn. Finde einen Fokus, die Präsenz, die Aufmerksamkeit. Und einatmen, hebt die Arme hoch. Verschränk die Finger bis auf die Zeigefinger. Und aus dem ersten Held der Übergang zum dritten Held. Bring die Hände zunächst an die Hüfte und denk dir den Raum der Hüfte sehr kompakt, sehr fest und stark. Und aus diesem kompakten, verdichteten Gefühl gehen wir jetzt Schritt für Schritt in den dritten Helden. Lehn dich nach vorn Richtung Oberschenkel. Linker Fuß gut erden, das wird das Standbein werden. Hinteren rechten Fuß ein Stück heranziehen. Und fokussieren den Blick nach vorn, unter dir, schräg nach vorn zur Erde. Finde dort Halt für den Moment. Und dann langsam hinteres Bein strecken. Vorderes auch, ohne einzurasten. Finde Weite, schieb die rechte Ferse weg in den Raum hinter dich. Heb dein Brustbein nach vorne in den Raum vor dir. Atmen, wachsen, in den Moment kommen. Die Arme vielleicht nach hinten,
zur Seite oder nach vorn. Und aus der Kraft des Beckens, aus der Kraft der Körpermitte strecken. Noch einmal einatmen, wachsen. Ausatmen, einen Schritt zurück. Hinteren Fuß aufsetzen, ankommen. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, die Hände zurück zum Boden. Zurück in den Hund und laufen, bewegen, genießen. Gut, linkes Bein, einatmen, heben. Wir gehen einmal durch den Vinyasa. Wenn du in einen Bein nicht mitgehen möchtest, dann mach es. Wenn nicht, dann setz den linken Fuß zurück. Mit dem Einatmen nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen, in die Bauchlage, linkes Bein ablegen. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann wieder hier ankommen, mit dem Blick, dem inneren Blick zurück auf das, was war, das, was du geleistet hast, getan hast. Den Blick auf den Moment, so wie es jetzt ist, wie es dir geht. Beobachte den Körper, die Atmung. Und dann komm zurück in den Vierfüßler. Bitte dich nochmal Wohlfühlbewegungen zu machen, dich zu reckeln. Führe dein Becken etwas zurück Richtung Fersen und verschränke die Hände übereinander, leg die Stirn darauf ab. Alles in Brustbein und dann Herzraum Richtung Erde schmelzen. Lass dich in einen Moment der Weite und Entspannung hineinatmen. Dann kannst du das abgeben, was hinter dir liegt. Die Anspannung, Anstrengung. Der Wille. Die Ausatmung zum Loslassen nutzen von dem, was war. Sein und atmen. Dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Du kannst für den Sitz gerne die Füße übereinander kreuzen, zurückkommen oder einen anderen Weg aussuchen, an dem die Füße nach vorn kommen. Wenn die das getan haben, dann stell den rechten Fuß auf. Das kann innen am Oberschenkel oder außen sein. Linke Hand an das rechte Knie, rechte Hand einatmen, heben, ausatmen, dreh dich nach rechts, rechte Hand hinter dir aufstützen. Lass dein Becken schwer werden und wenn du ausatmest, dann wird weich in der Drehung nach rechts. Lehn die rechte Schulter zurück und einatmend beginn aus der Drehung dich zu entfalten nach oben. Schenk dir Länge. Spür die Drehung. Spür die Atmung. Und komm wieder zurück. Einatmen, rechten Arm heben, einen Bogen nach vorn und ausatmen, hier ankommen. Wechsel die Seite, rechtes Bein ablegen, linke Fuß innen oder außen aufsetzen. Rechte Hand zum linken Knie, einatmen, linken Arm heben, ausatmen, nach links drehen. Im Einatmen eine sanfte innere Größe erfahren, ausatmend in die Drehung fließen. Spür auch auf dieser zweiten Seite die Wirkung der Drehung. Atemräume.
dem Einatmen dreh dich zurück, heb den Arm, ausatmen, komm zurück nach vorn. Dann bitte ich dich, den linken Fuß wieder abzulegen, dich hinter dich aufzustützen, die Beine ganz locker auszuschütteln. Und dann stell die Füße bitte auf, bring die Fußsohlen zueinander, lass die Knie nach außen sinken. Du kannst mit den Händen hinter dir eine Stütze finden oder natürlich auch die Sprunggelenke greifen oder die Füße greifen. Lass dein Becken schwer werden. Finde die Atmung und lass sie in deinen Beckenraum und in die Hüftgelenke hineinfließen. Und je nach den Möglichkeiten, die du hast und nutzen möchtest, kannst du hier bleiben oder dich nach vorn verneigen. Oder weiter mit den Händen nach vorn laufen und dich nach vorn ablegen. Dann bring die Aufmerksamkeit auf das Gefühl der Entspannung. Die Entspannung der Hüftgelenke, die Entspannung der Leisten, der Beininnenseiten. Wenn es entspannter werden dürfte, dann krabbel mit den Füßen weiter nach vorn. Und wenn es sehr gut möglich ist und du mehr möchtest, entsprechend der Möglichkeiten, könntest du auch die Füße weiter heranziehen Richtung Beckendamm. Und dann lass uns einmal lösen von dem Gefühl, dass diese Haltung etwas mit Willen oder Kraft oder Anstrengung zu tun hat. Lass uns die Entspannung suchen. Und das über das Gefühl, Dinge auch mal loszulassen. Nicht mehr zu kontrollieren. Sondern im Loslassen beobachten, was geschieht. Es ist eine Herausforderung für den Körper, manchmal auch eine Herausforderung für den Geist, etwas loszulassen und dadurch weiterzukommen als zuvor. Beobachte auch die Atmung. Beobachte dich, wie du atmest in dieser Haltung. Wie es dich atmet. Und dann komm langsam wieder zurück in den Sitz. Du kannst gerne mit den Händen die Knie unterstützen. Lass die Beine ausgleiten und beweg dich nochmal ganz für dich. Und dann finde für den nächsten Teil dieser Praxis einen bequemen Sitz. Und wir werden diese Stunde weiterführen in der Meditation. Also darf es gemütlich sein, ein bequemer Sitz mit all den Hilfsmitteln, die dir wertvoll sind. Hinter uns liegt eine Yoga-Praxis, die uns vorbereitet hat, einerseits für den Sitz, andererseits aber auch für die Erfahrung des Momentes. Wir haben das immer wieder im Spüren versucht, aber auch in dieser Balancehaltung des dritten Helden. Und der Moment, das ist das Konstrukt, das eine Brücke ist zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart und der Moment, das ist die Verbindung zwischen dem, was hinter uns liegt,
im alten Jahr, das inzwischen vorbei ist, und in dem, was noch kommt, in der Zukunft, im neuen Jahr, das vor uns liegt. Und wir können beides nicht mehr beeinflussen. Weder die Vergangenheit, denn die ist geschehen, so wie sie ist, und das hat uns in die Erfahrungen gebracht, in die Wege gebracht, die hinter uns liegen. Es hat etwas mit uns gemacht, wir haben uns verändert im Laufe des letzten Jahres. Und das ist vorbei, das hat uns eigentlich nur zu dem gemacht, wie du oder wie wir jetzt sind. Und wir können auch die Zukunft nicht beeinflussen, wir können vielleicht Wege und Weichen stellen und Wege planen, aber da die Zukunft nicht wirklich bestimmen, denn die geschieht dir erst noch. Und in dieser Meditation zum Wechsel, zum Neuanfang dieses neuen Jahres möchte ich mit dir zum einen jetzt den Blick mal nach hinten bringen auf das, was war, und zum anderen mit dem Blick auch nach vorn wenden zu dem, was da noch sein wird in diesem neuen Jahr. Und ich persönlich verbinde immer mit so einem Jahreswechsel so einen Neustart oder einen Neuanfang oder einen Reset. Das ist für mich immer so ein Ereignis, das da in diese Jahreszeit hineinspielt, in diesem Wechsel. Also ich resette mich, ich starte neu. Ohne jetzt das zu negieren oder zu vergessen, was war im letzten Jahr. Manche verbinden da auch Vorsätze fürs neue Jahr, also wünschen sich eine Veränderung oder etwas Neues. Das ist meist mit dem Verhalten beeinflusst. Also ich möchte aufhören mit diesem und jenem oder ich möchte gesünder werden oder mich nicht mehr so aufregen über bestimmte Sachen oder was auch immer da als Vorsätze sein könnten. Und das berührt natürlich, so ein Vorsatz berührt Entscheidungen, die ich treffe. Ja, und Entscheidungen verändern etwas oder wollen etwas verändern, nicht nur äußerlich, sondern vielmehr auch innerlich. Und Entscheidungen verändern oft die Routinen, die wir haben. Ja, und wir sind es gewohnt, in Routinen verankert zu sein, und die sind auch sinnvoll. Also ich muss nicht jedes Mal neu überlegen, wie sich ein Auto fährt oder wie ich mit dem Fahrrad fahre. Ich habe da nicht jedes Mal das Gefühl, als wäre ich in der Fahrschule und mache das zum ersten Mal. Dann im Laufe der Zeit routiniert sich etwas. Ich weiß einfach, wie ich Auto fahre oder Fahrrad fahre und muss da jetzt nicht einen hohen kognitiven Aufwand da hineinlegen in so eine Routine. Und das ist eben der Sinn von Routinen. Sie erleichtern uns Dinge, Abläufe. Und wir haben da Zeit, uns anderen Dingen zu widmen oder eben Ressourcen sinnvoller einzusetzen. Wir haben sicherlich auch so eine Morgenroutine. Ich stehe auf und der erste Schritt führt mich dahin, dann mache ich das, dann mache ich das. Und Routinen strukturieren auch den Tagesablauf. Und das ist auch gut, weil das gibt uns natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, was kommt, ich weiß, wer ich bin, wie ich mich verhalte. Ich bin in der Komfortzone, die Routine bedeutet. Und doch ist manchmal der Wunsch, Routinen auch zu verändern, gerade mit solchen Vorsätzen im neuen Jahr. Ich möchte was anders machen, aus der Routine ausbrechen. Und das stellt die Frage, sind Routinen immer sinnvoll oder behindern sie uns manchmal? Und das ist in der Tat manchmal so. Beispielsweise im Verhalten. Ja, ich möchte aufhören zu rauchen, weil bestimmte Routinen in meinem Tagesablauf führen mich immer zur Zigarette oder zum Kaffee oder in eine ungesunde Ernährung, und ich möchte das verändern und die Routinen durchbrechen. Andere Routinen bestimmen nicht das Verhalten, das ich habe, sondern eine innere Einstellung. Also immer wenn ich auf Arbeit gehe und eine bestimmte Person treffe, dann werde ich ärgerlich oder ich reg mich auf über bestimmte Dinge. Manchmal routiniert sich das Verhalten, dass ich wütend werde oder mit dem Kopf durch die Wand renne oder bockig werde. Und wir wollen dieses Verhalten dann auch verändern, wenn es uns auffällt. Und im Yoga gehen wir genau in diesen Punkt, dass uns Dinge bewusst werden. Sonst können wir sie ja nicht analysieren oder auch nicht verändern oder beeinflussen. Wir brauchen erst einmal eine Bewusstheit über das, was ich mache,
wie ich bin, wer ich bin und über die Routinen, die ich habe. Und nur wenn ich die Bewusstheit dafür habe, was ich mache, in jedem neuen Moment, wie ich da bin, also indem ich meine Aufmerksamkeit schule, meinen Fokus, meine Präsenz oder meine Achtsamkeit im weiteren Sinne, kann ich Dinge bewusster wahrnehmen und dann auch entscheiden, lohnt es sich, das zu behalten oder möchte ich es lösen, loslassen und verändern. Und ich möchte an dieser Schnittstelle mit dir eine Meditation machen, an der Schnittstelle zwischen dem, was war, was ich hinter mir lassen möchte und an dem, was kommt, was ich vielleicht mitnehmen möchte oder neu machen möchte im neuen Jahr. Und für diese Meditation bitte ich dich, nochmal dich gemütlich hinzusetzen und dann die Augen zu schließen. Und das ist eine Meditation, die führt uns auch nicht so sehr in den Geist und in die Gedankenwelt, nicht in die Ratio, sondern eher in das Beobachten. Wir kultivieren ja im Yoga und auch in anderen Traditionen immer diese innere beobachtende Person, die aus einer Metaebene einfach wahrnimmt, wie ich bin, was ich mache, was sich da zeigt. Und ich möchte dich einladen, dich mit dieser Instanz, die einfach nur beobachtet, dich damit zu verbinden. Diese Instanz sieht deinen Sitz, beobachtet ihn. Sie beobachtet den Atemfluss. Beobachtet auch die Gedankenwelt, was da ist, was sich da zeigt, was da auftaucht. Und dieses Beobachten schafft eine gewisse Distanz. Und das kann durchaus auch eine heilsame Distanz sein, zu wissen, dass es da immer etwas in mir selbst gibt, das frei ist, frei von dem, was sonst noch in mir auftaucht. Diese Beobachtungsinstanz schafft Abstand, schafft Freiheit. Das nennt man Kaivala im Yoga. Und schafft die Möglichkeit, nicht immer verhaftet zu sein, sondern sich auch mal zu lösen, sich herauszunehmen und da einen neuen Fokus zu finden, eine neue Klarheit, vielleicht auch etwas Abstand und Ruhe. Mit diesem Abstand schauen wir auf das vergangene Jahr, werfen mal den Blick zurück. Ein Jahr, das sicherlich ungewöhnlich war für jeden von uns, das uns auf ganz unterschiedliche Weise beschäftigt hat, beeinflusst hat und sicherlich auch herausgefordert hat. Ein Jahr, das aber auch schöne Momente und Augenblicke hatte. Und wenn du den Blick auf das, was hinter dir liegt in diesem vergangenen Jahr, wenn du da auf den Blick legst, dann schau, was sich da zeigt in diesem alten Jahr. Was taucht da in dir auf, wenn du an das Jahr denkst? Was hat dich beschäftigt?
Das ist nicht unbedingt eine Frage der Überlegung und der Analyse. Es ist eher so, dass dieser innere Beobachter wahrnimmt, was da jetzt an Emotionen auftaucht, an Gedanken, Eindrücken und Bildern. Dass du einfach beobachtest, was dich beschäftigt. Dich auf das Frühjahr fokussierst, des vergangenen Jahres. Was ist da präsent? Was hat dich da besonders beschäftigt? Was war da vorherrschend? Was möchtest du aus dem Frühjahr dort lassen, im vergangenen Jahr? Was möchtest du hinter dir lassen? Was darf dort bleiben? Bring den Blick in die Zeit des Sommers, mit den Ereignissen, die der Sommer mit sich brachte. Was war das für dich für eine Zeit? Und an was denkst du da? Was taucht in dir auf? Was möchtest du aus diesem Zeitraum dort belassen? Etwas, von dem du dich befreien möchtest, das du nicht mehr brauchst, das dort bleiben darf.
Lass uns den Blick gemeinsam auf den Herbst bringen. Eine Zeit, in der sich wieder viel verändert hat, sicherlich. Und was denkst du da, wenn du den Herbst vor Augen hast? Was hat dich da beschäftigt und beeinflusst? Was wird da jetzt präsent? Was davon darf in dieser Zeit bleiben? Was möchtest du zurücklassen? Wovon möchtest du dich verabschieden? Dann wende den Blick auf den Winter, auf die Monate, die eben erst kürzlich jetzt hinter dir liegen. Und was denkst du da? Was kommt dir vor Auge? Was war das für eine Zeit für dich? Was davon darf in dieser vergangenen Zeit bleiben? Was möchtest du loslassen? Wovon möchtest du dich da befreien?
Vielleicht gab es in diesem kleinen Überblick über das vergangene Jahr etwas, das immer wieder aufgetaucht ist. Etwas, das dich immer wieder beschäftigt hat in dieser Rückschau. Wenn du das ganze Jahr jetzt überblickst, dann bitte ich dich, das etwas klarer werden zu lassen, was du genau im alten Jahr belassen möchtest. Und diese innere Vielfalt, die da auftauchte, vielleicht zu verdichten und zu fokussieren oder zu konzentrieren auf einen Begriff, auf ein Wort, auf einen Satz oder ein Gefühl, wie auch immer. Also versuch, etwas herauszukristallisieren, das dir die Erfahrung gebracht hat, dass es gut ist, wenn das im alten Jahr einfach bleibt. Dass du das nicht mehr brauchst und eher ein Gefühl der Freiheit hast, wenn du es dort im Alten, im Vergangenen lässt. Versuch das also auch mal in Worte zu fassen oder in ein Konstrukt zu bringen. Da etwas mehr Klarheit einfach. Und wieder nicht zu lang überlegen, nicht planen, nicht nachdenken und nicht analysieren. Nimm einfach das, was da auftauchte. Und versuch das etwas in ein Konstrukt oder einen Begriff zu bringen. Und das lohnt es sich, im alten Jahr zu belassen, dich davon zu lösen und im Loslassen eine innere Freiheit zu finden, die wieder neue Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten generiert. Und dieses Loslassen, das möchte ich mit dir mit dem Ausatmen verbinden. Also immer wenn du ausatmest, dann denk an diesen Begriff, an dieses Wort, an dieses Gefühl, dieses Konstrukt und versuch das auszuatmen. Ausatmen und loslassen. Bitte ich dich, ganz bewusst, ganz frei durchzuatmen. Und dann für einen Moment die Augen wieder zu öffnen. Und da gerne mal ein paar Bewegungen finden und wieder lebendig werden. So eine Rückschau auf das, was war, lässt uns Dinge wieder bewusst werden. Die kommen in Erinnerung. Daran denken wir, ob das jetzt ein Zustand ist, ein Gefühl, konkrete Erlebnisse oder so ein diffuses Konstrukt, das dich jetzt beschäftigt hat. Und da gab es sicherlich etwas, das es sich lohnt, im Vergangenen zu belassen. Denn das ist vorbei, es ist geschehen. Und wenn du es noch ein bisschen konkreter möchtest, dann kannst du dir sogar einen Zettel und einen Stift nehmen und das, was du da belassen möchtest, im alten Jahr auch mal aufschreiben.
dann wird es noch, glaube ich, an etwas greifbarer einfach. Und dann das nicht zu nutzen, dieses Aufgeschriebene, um es irgendwie an die Pinnwand zu bringen, sondern das auch wieder in die Vergänglichkeit zu transformieren, vielleicht dann einfach zu zerreißen, zerknüllen und wegzuwerfen. Manche machen da auch ein kleines Feuerritual daraus, bitte im geschützten Rahmen, in einer Feuerschale das mal verbrennen oder in den Ofen werfen oder Kamin werfen, sodass du da auch eine Routine entwickelst, um Dinge auch loszulassen und da etwas Abstand oder Freiheit wieder zu schaffen und mehr Klarheit. Also vielleicht hast du eine Routine, die dir jetzt an dieser Stelle etwas ermöglicht, dich davon zu lösen. Bei mir ist es eher die Ausatmung. Okay. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Dinge, die sich lohnen zu bewahren. Denn das, was war, hat dich zu der Person gemacht, wie du jetzt bist. Und da gibt es sicherlich etwas, das dich durch dieses vergangene Jahr mit seinen Herausforderungen trug. Etwas, das dir Energie gab, das dich begleitete, das dir einen Anschub gab. Oder einen inneren Akku war. Und ich möchte mit dir jetzt auch mal den Blick auf das legen, das, was es sich lohnt, zu bewahren. Das, was dir wichtig war, was du behüten möchtest. Und da bitte ich dich, die Augen wieder zu schließen. Aber den Sitz gut einzurichten, gemütlich und lebendig, bequem, die Atmung freizulassen. Auch wieder weniger in der Analyse oder in der Logik oder über das Nachdenken zu funktionieren, sondern über das Schauen. Diese innere Beobachter, diese Instanz, die ein Teil von dir ist, aber die sich doch herauslöst aus den Dingen, die da im Moment sind. Die einfach nur neutral beobachtet und ein Zeuge ist. Was würde diese Instanz jetzt sehen an Dingen, die es sich lohnt zu bewahren. Was war dir ein Antrieb? Was hat dich durch das Jahr gebracht? Getragen oder begleitet? Oder dir immer wieder einen Anschub gegeben? Beobachte, was da kommt, was sich manifestiert. Was war das Feuer, das du zum Brennen brachtest? Was hat dieses Feuer in dir entzündet?
Verbinde das mit der Einatmung, sodass du dieses Gefühl, dieses Konstrukt, vielleicht auch das Wort, das sich manifestiert, oder dieser Zustand, dass du ihn nährst, wenn du einatmest. Das kann wieder ein Wort sein, also mach es ruhig konkret oder ein Satz. Entfache das mit der Einatmung. Bring es in dir zum Leuchten für dieses Jahr, das vor dir liegt, sodass es dich dort tragen möchte. Dass es dich für das neue Jahr begleiten kann. Dich auch hier wieder die Atmung zu vertiefen. Lass alles wieder lebendig werden und öffne dann wieder die Augen. Vielleicht hat sich da jetzt auch etwas kristallisiert und herausmanifestiert, dass dir ein Feuer, eine Energie oder etwas, eine Quelle ist, die dich für das neue Jahr tragen kann. Und wenn du da eine Routine draus machen möchtest, dann schreib das ruhig wieder auf. Also mach es präsent und das kannst du dir irgendwo hinpinnen, ja, vielleicht so, dass es für dich einfach nur eine Bedeutung hat, vielleicht ist es auch für andere schön zu erfahren, vielleicht möchtest du es teilen oder einfach für dich bewahren, aber dich immer wieder daran erinnern, dass das da ist und da kann eine neue Routine daraus entstehen. Und meine Routine ist, diese Energie, etwas, das ich bewahren möchte, das mich trägt, mit einem Leuchten, mit einer Flamme zu entzünden. Wenn wir den Blick klarer werden lassen auf das, was war, das, was mich beeinflusst hat, aber auch auf das, was mich
tragen kann, also das, was mich als Ressource unterstützt. Wenn wir das versuchen, präsenter werden zu lassen oder uns darauf zu fokussieren, dann wird es vielleicht besser möglich sein, sich von gewohnten Routinen zu lösen, die nicht immer gut sind, und die Energie zu finden, diese Routinen umzuwandeln und zu transformieren für etwas, das mich tragen kann. Also zum Beispiel war das letzte Jahr ja sicherlich eines, das für viele von uns sehr fremdbestimmt war. Und dieses Gefühl, Dinge nicht immer kontrollieren zu können aus den eigenen Ressourcen heraus, sondern abhängig zu sein von anderen, die bestimmen über mein Leben. Das war ja eine Routine des letzten Jahres. Das kann zu bestimmten Gefühlen oder Handlungsweisen in mir führen. Ja? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin fremdbestimmt und es ist eigentlich egal, was ich mache, am Ende bin ich nicht selbst Herr oder Frau des Geschehens, habe es nicht selbst in der Hand, dann ist für die einen von uns die routinierte Lösung der Rückzug. Ja, ich ziehe mich zurück, weil ich habe eh nicht die Kraft, um aus eigenem Antrieb Dinge zu verändern. Da ist immer etwas, das mich bestimmt. Ich bin es vielleicht gar nicht wert. Ich kann das nicht. Ich soll es nicht. Ich vertraue mir sowieso nicht. Ja, so ziehe ich mich zurück. Und eigentlich ist ja egal, was ich mache. Ich kann die Dinge nicht verändern. Das könnte eine routinierte Handlungsweise sein, der Rückzug. In die andere Richtung geht dann die Konfrontation. Ich bin fremdbestimmt, aber nee, nicht mit mir. Ja. Ich werde wütend, ich bringe meine Energie voran, ich renne gegen Wände ein, die ich einreißen will. Ich bin ärgerlich, ich schreibe den nächsten Hassbeitrag unter irgendeinem Kommentar. Ich mag mich nicht selbst oder andere auch nicht. Und ich verbrenne mich. Ja. Also das Gefühl, aus der Fremdbestimmtheit in die Konfrontation zu gehen und Wände einzurennen oder bockig zu werden oder aggressiv, kann ja auch eine Routine sein, die erst bewusst wird, wenn ich sie sehe. Ja, und dafür, für all diese Handlungsweisen, die inhärent in mir sind, da muss ich erstmal einen Blick darauf haben, also ein bisschen Abstand finden und einen Blick auf das haben, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Und dann kann ich entscheiden, ist das gut für mich oder nicht, möchte ich das hinter mich bringen und die Routine neu transformieren zu etwas, das mich wirklich weitertragen kann. Und dafür lohnt sich auch mal so ein Blick zurück und nach vorn. Und vielleicht hast du ein Ritual, das das verbindet, dann neue Rituale, neue Vorsätze für das Jahr. Die brauchen ein bisschen Nahrung. Ja, denn wenn ich mir jetzt einfach was vornehme, dann ist das oft sehr unkonkret, es hat kein Ziel, es ist nicht terminiert, es ist nicht greifbar und es verschwindet. Ja, ich denke da am übernächsten Tag dann gar nicht mehr dran. Und ich möchte dich einladen, nach dieser Meditation auch eine Routine zu entwickeln, die dieses Neue stärkt. Ja, vielleicht verbindest du das mit einer Kerze, die du immer mal anzündest und dich erinnerst, was dir wichtig ist, was in dir brennt. Vielleicht ist das etwas, das du aufgeschrieben hast, das du dir präsent machst, das du anpinnst irgendwo, das du immer wieder mal siehst. Denn neue Routinen brauchen Pflege, brauchen Nahrung, brauchen Geduld und Zeit, bis daraus was erwachsen kann und bis sich was Neues daraus entfaltet. Und ich wünsche dir, dass du diese Energie findest, dass du neue Routinen etablieren kannst für das, was dir wichtig ist und das, was dich voranbringt. Und danke dir für die gemeinsame Zeit im vergangenen Jahr, die ich mit dir verbringen konnte. Und ich freue mich darauf, auf das, was gemeinsam auch vor uns liegt in der neuen Yoga-Praxis dieses Jahres. Und freue mich, wenn du ein Teil dieses neuen Jahres werden darfst. In der Yoga-Praxis, die wir gemeinsam verbringen, in den Impulsen, die wir erfahren dürfen. Hoffentlich auch in der Begegnung, die wir irgendwann wieder gemeinsam haben dürfen. Und ich danke dir von Herzen.
und wünsche dir alles Gute und Namaste.